Cape Wrath Trail, Etappe 4. Diese Folge zeigt den Abschnitt zwischen Kinloch Horn und Shiel Bridge bzw. Morwich. Die Etappe enthält den höchsten Punkt des Cape Wrath Trail, den Beleach Cor Malagain, mit etwa 720 Metern Höhe. Danach verläuft der Weg unterhalb des Falcon Ridge auf einer eingestürzten Mauer. Die eigenartige Anmutung dieses Wegabschnittes wird man nie vergessen. Am Alta Cor Coil hinab kommt nach etwa 3 Kilometern noch eine zum Rasten oder Campen geeignete Stelle. An Shiel Bridge vorbei kommt man zum Loch Duich. Dort lädt das Pitstop at Kintail zu einem Essen mit Seeblick ein. Kinloch Horn und Shiel Bridge liegen jeweils auf Meereshöhe. Das sieht man im Höhenprofil ganz gut und es ist durchaus angemessen, mit Trekkinggepäck und den moorigen Anstiegen einen vollen Tag Wanderzeit einzuplanen. Ja, das hier ist gefilmt vom Campspot aus von Kinloch Horn. Jo, so noch morgens beim Kaffee kochen. Jetzt habe ich hier auf der Karte gerade festgestellt, dass ich ja tatsächlich auch hier an diesem Weg hier entlang gehen muss. Von der vorherigen Ansicht vom Campingplatz aus muss man weiter nach links laufen. Dort oben führt der Weg über den Berg. Dann geht es erst einmal durch ein Estate hindurch, das man durch dieses Tor hier betritt. Mit der Schotterstraße war das Gehen auf dem Anstieg zwar recht angenehm, aber hier leicht bergab geht es doch etwas angenehmer und entspannter weiter. Ein letzter Blick zurück auf Loch Horn. Es ist eine wirklich schöne Erinnerung an den sonnigen Tag, an dem ich dort am Ufer entlang gewandert bin. So, das hier ist wirklich erstmal sehr angenehm zu gehen. So kann es jetzt gerne noch ein paar Kilometer hingehen. Ja, der Weg zieht sich jetzt hier Richtung Osten. Fast 1 Kilometer, würde ich fast mal sagen, um dann. Hier sieht man den Weg auf der anderen Seite des Tals Richtung Westen zurückkommen. Die Stalker's Hut wurde von einigen Cape Wrath Trail Wanderern schon als Übernachtungsmöglichkeit bei schweren Unwettern genutzt. Die Lage wird hier in der 3D-Karte nochmal deutlich.
Hier sieht man nochmal die Stalkers Hut und den Weg, der hierher geführt hat. Der weitere Weg ist auch so deutlich sichtbar. Ja, der Weg zieht sich jetzt hier relativ einfach zu gehen hin zum Sädel. Ich habe jetzt heute irgendwie 6 Kilometer oder so gemacht. Solange der Weg so bleibt, wird es auf jeden Fall easy going. Aber so bleibt es ja auch nicht. Das ist schon der Blick hoch zu Fork and Ridge und The Saddle. Auf der anderen Seite des Bachbetts, der Weg, ja, hat so ungefähr aufgehört. Man sieht hier bei dieser Furt, wie der Weg sich da runterzieht, und ich habe den auch genommen, und ja, das sollte so passen. Man merkt hier wirklich bei jedem Schritt, dass man auf Sumpfgelände läuft. Ja, ich habe mich mal wieder zu einem kleinen Päuschen niedergelassen. Ist auch nötig. Da unten dieses ganze Zeug, das ist Sumpf und Pathless und so. Und hier rechts habe ich versucht, mich hochzuquellen, und habe mich hochgequält, aber ist jetzt auch nicht so besonders dolle vom Weg her. Auch ein paar Meter unterhalb der Ridge ist es immer noch pathless. In der 3D-Karte sieht man die Lage des Belitsch recht schön. Insbesondere der letzte Teil des Anstiegs ist anstrengend, weil er weglos und sumpfig ist. In einiger Entfernung kann man den weiteren Weg sehen bzw. erahnen. Sieht es jetzt gerade wieder ein bisschen einfacher aus, sodass man gehen und ein wenig nebenbei filmen kann. Ja, wieder einer der einfacher zu gehenden Abschnitte der eingebrochenen Mauer. Ein etwas einfacheres Wegstückchen. Der Blick zurück lässt den Anfang des Weges auf der Mauer erkennen.
Ja, ich bin leider bei dem linken dieser Hügelkettchen zu weit von hier aus gesehen nach links gegangen und das ist nicht richtig, ne? Man musste auf diesen einen ersten Einschnitt drauf gehen und kommt dann zur Wall runter. Ja, man wird sich sicherlich dran erinnern. Ob ich das als Weg vermisse, das wage ich ja sehr zu bezweifeln. So, die letzten Steine dieser Mauer und dann geht es da runter und irgendwann links wird da vorne jetzt über diese kleine Ebene links abzweigen. Bin ja mal gespannt, wie das gehen soll. Es zieht sich hier mal wieder hin wie ein Bergpfad. Fort Ken Ridge. Liegt sogar noch Schnee oben. Der Weg hier ist wirklich nicht einfach zu gehen, weil sehr uneben, nass und leicht sumpfig. Außerdem gibt es hier, soweit das Auge reicht, keine zum Campen geeignete Stelle. Die kommt erst einige Kilometer später. Hier an dieser Stelle, an der die beiden Bäche zusammenfließen und man sie überqueren muss, geht das Campen ganz gut. Alt und allein kam als Name in einer der vorhergehenden Etappe schon mal vor. Das hier scheint aber wirklich genauso zu heißen. So, der Fluss, der da von der anderen Seite kommt, das müsste Shiel River Shiel sein. Ich bin am Kintail Lodge Hotel links abgebogen und gehe jetzt am Ufer entlang. Das Pit Stop at Kintail kommt in Sicht. Ich habe natürlich ordentlich Hunger mitgebracht. In der 3D-Kartenansicht sieht man nochmal die schöne Lage am Loch Duich.